direkt ins nächste Video, und zwar in diesem Restaurant gibt es Barbecue wie in Amerika. US. Nice. Ich sag's euch, wie es ist. Es so amerikanisches Essen ist unter meinen Top 5. Nicht unter meinen Top 3, muss ich sagen. Ich hau jetzt kurz einmal raus, damit ihr es einmal gehört habt. Platz 1, sage ich euch ehrlich, vietnamesisch finde ich super geil. Platz 2 ist, also ist, beziehungsweise 1 würde ich vietnamesisch, asiatisch so zusammenzählen, so der Bereich so. Platz 2 ist dann eher so Richtung, obwohl, Platz 2 ist eher spanisch, Platz 3 ist mexikanisch und dann würde ich sagen, kommt American, also so amerikanisch. Was gibt's noch? Ja, das sind so die Dinger, so würde ich die ersten 4 ranken. Die könnten sich auch noch Plätze tauschen, so ist nicht, je nachdem, wie halt meine Lage an einem Tag ist, das variiert immer. Gut, wir gehen rein. Let's go. Lieben es zu grillen. Sobald die ersten Sonnenstrahlen auf der Haut kitzeln, bewegen sich deutsche Väter wie ferngesteuert in den Garten. Aber grillen ist nicht gleich Barbecue und kaum an einem Ort wird Barbecue so sehr zelebriert wie in den USA. Ich habe ein Restaurant gefunden, in dem es Barbecue vom Smoker gibt wie in den USA. Lass uns gemeinsam herausfinden, geil, was es so gut macht und warum zwei Jungs aus Dormann... Boah, Junge, ich liebe einfach Rippchen. Oder hier Dings. Spare Ribs, lieb ich. Es gibt nichts Geileres. ...es sich zur Aufgabe gemacht haben, das nach Deutschland zu bringen. Eine lange Straße, die scheinbar ins Nirgendwo führt. Wir sind nicht an der Route 66, nein, wir sind in Dormagen. Und hier drüben ist Big Hack Barbecue. Wir sind endlich da. No joke, direkt von Anfang an ein surrealer Ort. Es ist einfach krass, da steht der Smoker. Er smoked auch, er tut, was er soll. Da vorne sitzen auch schon die beiden Jungs und ich freue mich auf alles, was wir heute erzählt bekommen. Oha, Max hat einen Tesla? Mashallah, bei ihm läuft. Komm, was wir schmecken, was wir erleben, es wird geil. Los geht's. Gucken wir mal, was ich mitgebracht habe, meine Jungen. Weil wir heute zu Gast sein dürfen, sind die Jungs einige der Ersten, die die Blockprodukte bekommen. Boah, das riecht aber gut hier, ey. Mama mia. Max. Hallo Max, ich bitte. Grüß dich. Geil. Hallo Erik. Hi Erik. Hallo. Seid die Ersten, denen ich das übergebe. Okay. Meine eigene Brand, die ich bald starte. Könnt ihr in Ruhe mal reingucken. Ja, ich hatte irgendwas mit Holz erwartet. Ja. Hey, da habe ich gleich das richtige Verwendung. Wieso du? Für den Laden. Okay. Ach, nee. Benutzt ihr sowas schon? Wenn man von einem Brett was aufheben muss, wenn man Sachen von A nach B benutzt. Nicht in so einer edlen Variante. Ja, siehst du mal. Aber ja, spülmaschinentauglich? Nein. Aber da unten ist was drin, das ist spülmaschinentauglich. Mega. Ey, das ist richtig geil. Ich würde sagen, kommen wir erstmal an. Ja. Okay, direkt erstmal hier Product Placement. Oha, was? Ich sehe hier unten rechts, das seht ihr nicht wegen meiner Cam. Handmade Ice Cream. Und schauen wir mal, was wir hier alles erleben können. Yes. Sieht aber auch schick aus. Ja. Gucken wir uns erstmal um hier. Der sieht schon nice aus. Ich sag's euch, wie es ist. Der Vibe ist halt auch da. Boah. Die beiden Jungs hinter Big Hack Barbecue sind Tim und Kai. Tim kommt aus der Gastronomie. Kompetenz und Erfahrung aus dem Küchenalltag, er hat sogar mal in der Sterneküche gearbeitet. Und Kai ist der Barbecue-Fanatiker, der die Barbecue-Komponente bringt, während sein Bruder alle Soßen und Sides selbst macht. Selbstgemacht ist übrigens ein Stichwort, das wir später noch häufiger hören werden. No joke, der Laden hat so viel Charakter. Das ist wirklich ein Restaurant wie kein anderes. Das ist auch kein Biergarten, auch wenn es so ein bisschen Züge von einem Biergarten hat oder so. Wir haben diese Dachterrasse, unten den Smoker stehen. Innen drin ist so ein bisschen so Sportlerheim und so, aber es ist irgendwie trotzdem direkt so ein Wohlfühlding. Man weiß, alles, was hier außenrum ist, wird um das Produkt gebaut. Das Produkt, haben wir jetzt schon gemerkt, ist ihnen auf jeden Fall verdammt wichtig. Ey, ich finde so die Atmosphäre, wenn du irgendwo was fressen bist oder so, macht so viel aus. Und das sehe ich da halt einfach enorm. Sieht einfach geil aus. Und dafür machen sie auch einiges.
Die Jungs sind Pioniere des deutschen Streetfoods, waren auf verschiedenen Festivals mit ihrem Smoker unterwegs. Deshalb steht der Smoker auch heute noch auf einem Wagen. Und man hat das Gefühl, dass sie einfach natürlich reingewachsen sind. Also sie haben einfach gutes Essen gemacht. So gut, dass sie es anderen Leuten auf einem Festival angeboten haben. Und so gut, dass es jetzt auch ein Restaurant gibt. Wir konnten uns schon ein bisschen umschauen. Kai, Tim, ich habe einige Fragen an euch. Die allererste, stundenlanges Smoken. Bis ins kleinste Detail macht ihr alles selbst. Warum? Es soll halt so authentisch sein. Ja? Ja, man muss auch Spaß dran haben. Ne? Also wir haben uns nicht zusammengesetzt und überlegt, wie kriegt man jetzt auf 1 Euro am besten 2 hin. Ja. Sondern unsere Grundüberlegung war einfach, wir wollen geil kochen. Ich möchte was kochen, wo ich dahinter stehe. Was mir Spaß macht, ist zu kochen. Und wenn das Leute geil finden, Glück gehabt. Wow, also das finde ich wirklich bewundernswert. Was? Ich finde es halt so krass. Du musst so viel vorbereiten. Das smoked ja nicht in so, keine Ahnung. Das brauche ich ja wirklich 6-7 Stunden aufwärts, oder? Und wenn du dann sagst, okay, ich hätte halt immer so ein bisschen Schiss, dass ich auf dem Zeug sitzen bleibe. Das ist halt generell so ein bisschen die Angst, finde ich, von Restaurants. Weil du halt vor allem, das muss ja frisch gemacht werden, das Barbecue. Das ist halt noch dieser Riesenpunkt. Dass sich das halt auch irgendwo rentiert, weil zum einen musst du auch diese 6 Stunden Arbeitszeit bezahlen. Das ist so dein gastronomischer Background? Lehre in Mönchengladbach gemacht, hat das auch mit angefangen für mich, eben Sachen selber machen zu wollen. Mhm. Und danach auch in Sterneküchen unterwegs gewesen, nicht nur, aber auch. Mhm. Und von Sylt bis St. Moritz ein bisschen unterwegs gewesen. Ja, und du hast den Stern im Smoken, oder? Ja, genau. Ich habe den Stern im Smoken, genau. Nee, du hast aber selbst, hast du erzählt, keinen Gastronomen, also keinen Küchen-Background, sondern von dir kommt quasi die Passion Smoken und von dir kommt die Passion Küche. Wenn ich hier den Apparat sehe, wo kann ich so einen Smoker kaufen? Kann ich dir bauen lassen vom Kumpel. Ja, das ist nämlich genau das, worauf ich hinaus wollte. Die Dinger gibt's nicht. Du kannst große Smoker bauen lassen und kaufen, selbstverständlich. Man kann die aber auch selber machen. Ja. Also, Offset Reverse Flow. Und Reverse Flow bedeutet nichts anderes, dass wir den Rauch erstmal unter dem Gargut von der Feuerkammer bis nach hier hinten leiten und erst dann geht's übers Gargut wieder raus aus dem Schornstein. Aber ich habe mal einfach eine größere nutzbare Fläche im Smoker, weil es dann hier... Oha, Junge, ich finde es so begeisternd, wenn Leute so Ahnung davon haben, aber einfach selber gebaut. Ich sage euch ehrlich, ich weiß nicht, wie ein Smoker funktioniert. Ich habe keinen Plan davon, aber ich finde das ganz geil, dass er es so ein bisschen erklärt. Nicht zu heiß ist und da hinten nicht zu kalt. Im Grunde ist der kalte Spot jetzt genau hier in der Mitte. Da ist relativ warm, aber immer noch so, dass man es mehr oder weniger vollständig nutzen kann. Oh. Also, hier wird Pulled Pork. Wir verarbeiten die Schweineschulter mit Knochen, mit Fettdeckel, ganz wichtig. Liegt jetzt hier relativ warm, weil Schwein ganz gut mit Hitze umgehen kann. Hier haben wir die Spare Ribs, Truthahn, Porkbelly. Wenn ihr riechen könntet, was wir hier riechen, ich glaube, dann würdet ihr durch den Bildschirm springen und einfach alles essen. Ich freue mich auch schon sehr darauf. Wie oft kann man hier bei euch essen gehen? Von Freitag bis Sonntag. Das ist nämlich auch ein Ding. Einfach nur am Wochenende, weil es nicht anders geht, weil so viel Vorbereitung nötig ist. Es sind verschiedene Bedingungen einfach. Ja. Wir haben eine sehr kleine Küche und bei dem Andrang, den wir mittlerweile haben, ist es dann nicht mehr möglich, in der kleinen Küche auch noch nebenbei zu produzieren. Also muss man das ein bisschen auslagern. Das heißt, heute Donnerstag, wir produzieren auch in der Küche und den Rest der Zeit versuchen wir dann zu schicken. Ja. Eine letzte Frage stelle ich mir. Die Motherlode-Platte ist für mich so der Barbecue-Traum. Also wenn... Oh, geil. Ist einfach alles dabei. Oh, das sieht so köstlich aus. Wenn ich daran denke, alles, was ich darauf liegen habe, was gehört eigentlich alles dazu? Was ist alles dabei? Ich meine, wir haben natürlich ein paar von den Sachen, die wir hier gesehen haben, aber auch die Sides noch. Was ist bei euch auf der Motherlode-Platte drauf? Ja, das entscheidest du selber. Du suchst ja selber deine 5 Favorite-Fleischsorten raus aus der Karte von 7. Dann haben wir die Beilagen, wo du frei wählen kannst und auch Soßen, die du auch selbst bestimmen kannst. Also du entscheidest, was auf der Motherlode-Platte drauf ist. Was sind eure besten Sachen? Rippchen muss natürlich sein. Yeah. Pastrami kommst du nicht dran vorbei. Ich würde auch sagen, der Porkbelly ist richtig geil. Pulled Pork kommt immer gut. Jetzt durch den Truthahn schon wieder Unrecht, weil ich ihn zuletzt erwähne. Ich glaube, wenn ihr irgendwas nicht gut finden würdet, würdet ihr euch nicht die ganze Mühe machen. Dann wäre es nicht auf der Karte. Dann macht mir die beste Motherlode-Platte, die ich je gegessen habe. Okay, alles klar. Ich freue mich so darauf. Die ganzen Gerüchte, das ganze Warten. Es wird so lecker. Da
ist geil. The place where magic happens. Wichtig ist, dass du ein schönes Feuer hast, was die ganze Zeit durchbrennt, nicht ausgeht, nicht zu heiß brennt. Wichtig ist, dass es nicht ausgeht, weil sobald das Feuer wenig brennt, mehr Rauch entwickelt. Und du willst so wenig Rauch wie nur irgendwie möglich beim Smoken haben. Mhm. Hört sich komisch an, ist aber so. Du willst keinen Qualm. Weil das, was hier geil nach Holz riecht, ist das, was du hier gerade riechst. Und hier ist kaum Rauch. Mhm. Und das macht die Würze aus. Das Wichtige bei einem Feuer oder beim Smoken ist es Feuer, nichts anderes. Kein Rub, Fleisch. Fleisch ist auch noch super wichtig. Eine Sache ist mir... Oha, der Mann redet halt einfach aus Liebe. Das merkst du. Der findet's geil, was er macht. Und das ist schön. Das ist richtig schön. Bewusst geworden. Macht mich glücklich. Hat nichts mit Minutensteaks zu tun, denn Kai ist wirklich alle 30 Minuten von seinem Wagen zum Smoker gegangen, hat Holz nachgelegt, das Feuer kontrolliert und einfach ganz, ganz, ganz viel Zeit und Liebe investiert für sein Produkt. Und der Geruch war kaum auszuhalten. Also wir waren den ganzen Tag da, aber nichtsdestotrotz haben wir den Geruch nicht ausgeblendet, sondern je näher man sich zum Smoker bewegt hat, desto intensiver wurde das Verlangen, endlich zu essen. Und yo, diese Edits, rein in die Masse. Oh, ey, ich freue mich jetzt einfach. Komm, bitte fang an zu essen, ich hab Bock. Und irgendwann war es dann auch endlich soweit. Ja! Geil! Oh! Sieht so geil aus. Und wie immer ganz wichtig, ohne Fähnchen schmeckt nicht. Lasst es euch schmecken. Boah, macht es mich. Boah. Ich hoffe, der sagt, was das kostet. Ich glaube nämlich, so hart wie es ist, dass diese Platte echt teuer ist. Weil da ist so viel geiler Scheiß drauf. Wie krank ist das? Unglaublich. Nach diesem Tag, nachdem wir so viel darüber erfahren haben, nachdem wir verstanden haben, wie viel Liebe hier drin steckt, das jetzt in der Hand zu halten und vor allem essen zu dürfen, unglaublich. Wirklich, ich sterbe, wenn ich das jetzt nicht probiere. Guckt euch diese Pracht an, Leute. Es ist wirklich kaum auszuhalten, hier drüber zu sitzen. Wir haben alles, was wir heute gesehen haben, alles, was wir heute gelernt haben, vor mir auf der doppelten Motherload-Platte. Ich glaube, das ist wirklich, ja, das ist brutal. Also, das ist auch natürlich nicht für eine Person gedacht. Wenn ihr das so bestellt, die Motherload-Platte, kriegt ihr auch genau das. Alles feinstens abgewogen. Ich probiere mich jetzt durch und ich fange an mit, ich weiß nicht, Pulled Pork. Komm, Pulled Pork gehen wir rein. Ich freue mich so, dass ich das essen darf. Los geht's. Boah, da ist ein bisschen Essig dabei und der hat wirklich so eine ganz schöne fruchtige Note, die er mit reinbringt. Boah, das ist so eine Geschmacksexplosion gerade. Echt? Ich meine, ich bin auch seit Stunden fokussiert auf dieses Barbecue und es jetzt machen zu können. Sollst es dir nicht. Ja, die Fähnchen musst du mitessen, das ist wichtig. Unglaublich, oder? Und noch so stöhnen. Und alles daran ist so ein amerikanischer Traum. Ja, Mann. Auch so dieses dick geschnittene, angetoastete Brot. Ja. Mit Butter. Probier mal diese Kartoffel, Bruder. Die ist richtig krass gemacht. Muss ich vorstellen, einfach eine Ofenkartoffel. Ja. Dann kommt da so ein halbes Kilo Butter rein. Streukäse. Yo! Wie viel Butter willst du rein haben? Ja, so ein Klotz ungefähr. Alter. Dann wird darauf Mashed Potato draus gemacht. Alter, in der Kartoffel. Oben drauf vielleicht noch eine Bechamel. Das ist wirklich pervers. Pork Belly, ich gehe rein, Mustard Sauce. Oh, das macht mich so, ey, boah, geil, da kriege ich so Saft im Mund, ey. Carolina Mustard Sauce. Alle Soßen selbst gemacht. Und falls ihr euch denkt, warum ist das so leer im Hintergrund? Wir sind da an einem Tag, an dem die Jungs gar nicht aufhaben. Damit wir entspannt drehen können, haben wir das alles so gemacht, weil sonst ist hier verständlicherweise die Hölle los. Man schmeckt wirklich dieses Holz. Das ist so das krank. Das Holz schmeckt man so krass. Also er hat das ja auch erklärt so. Ja. Es geht nicht um Raucharoma, es geht um Holzaroma. Mhm. Und das, was man hier riecht, wenn man hier vom Laden mit dem Auto parkt, das schmeckt man. Ja. Selten riecht man etwas und das schmeckt dann so, wie es riecht. Das hier riecht so geil, wie es schmeckt. Und es schmeckt so geil, wie es riecht. Also, Mac and Cheese. Mit der originalen Flagge drin. Ich gehe rein. Boah, Junge, der Zoom war gerade ein bisschen zu aggressiv. Boah, auch hier wieder richtig. Junge, was ist mit dem Zoom, richtig. Junge? Oh, Mac and Cheese. Macaroni. Scheiße. Boah, die sind wirklich so schön.
Junge, was hat denn der mit seinem Rangezoomen? Das fuckt mich richtig ab. Cremig. Ich hab nicht mal davon gehört, von Cream Corn. Das klingt aber schon hart. Röstzwiebeln, Bechamelsoße, Mais. Wie soll das nicht schmecken? Auch in diesen Beilagen steckt halt so viel Liebe drin, ne? Bro, das Zusammenspiel ist es. Das ist der Turkey. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das jemals sagen würde, aber ich muss öfters nach Dormagen. Also wirklich, Jungs, Respekt. Danke. Heftig geil. Jetzt verstehe ich alles. So nice. Ich könnte euch jetzt noch minutiös zu allem sagen, wie es schmeckt, aber ich glaube, die kurze Antwort ist sehr, sehr gut. Vielleicht beenden wir das Video mit einem Biss in die Spare Ribs. Oh, in die Spare, ja, 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 komm. Wow. Warum Barbecue richtig geil ist. Wir sehen uns zum nächsten Video wieder. Macht's gut, bis. Der nicht mal alles probiert. Was ist das für ein Verarsche? Bis dahin und ciao. Also irgendwie war das Video bis jetzt irgendwie hart weird. Auch mit diesen Übergängen und diese aggressiven Zooms einfach. Trotzdem, geiles Video. Grüße gehen raus an Max. Wie weit ist das von mir? Oh, ich hab da auch Bock. Düsseldorfer Straße. Alter, das ist ein Stück. Ich will mal kurz gucken. Wie weit muss ich denn fahren? Dormagen hier. Drei Stunden. Aua. Emotional Damage. Oh Mann. Ja, über drei Stunden. Bisschen drüber. Ah. Bei 10.000 Abos fahren wir dahin, Alter. Bei 10.000 Abos fahren wir dahin und dann wird sich's reingegönnt, Alter. Sehr fake beim Karten, sicher noch beim Karten gesabbert. Ach ja, brutal.